Hallo, hallo, hallo. So, ich bin an, endlich. Hallo, ihr Hasen. Ich höre dich gar nicht. Das Mikro, was mit dem Mikro? Test, test, test. Ja, jetzt ist besser. Klappt, Wunder, es funktioniert. Kann ich mal ein bisschen lauter noch? Irgendwie? Ich kann gerne lauter. Ich bin sehr dezent und still mit meiner engelsgleichen Stimme. Ich weiß nicht, wer das hier regelt. Hi, herzlich willkommen. Alles gut? Ja, jetzt ja, wenn ich bei euch bin. Wie heißt du denn? Mein Name ist Pam Penko. Ich bin, wie man sehen kann, eine Drag Queen. Ja. Ich bin 21 Jahre alt geworden, 2009. Evelyn rechnet noch, wartet. Ja. Das stimmt, ich habe wirklich so an. Nee, ich habe nicht gerechnet, aber ich habe überlegt, hä? Kann das denn stimmen oder nicht? Oh, du bist gut. Sind die Dinger da aus Gummi oder du angeschminkt? Nee, die sehen echt aus. Ne? Schade, dass Corona ist, du könntest mich gerne mal abpausen kommen. Aber also, hast du die Silikon, hast du Implantate in der Brust? Sei da noch nicht so neugierig, wer weiß, was noch kommt. Vielleicht zerstöre ich mit den Brüsten heute Melonen. Das hatten ja, wir zwar schon, sein. Aber ich könnte. Kann sein. Oh Gott, Chris lacht, der könnte das auch. Woher kommst du? Woher ich komme? Ich komme ja, aus genau. Köln tatsächlich, ja. Aber okay. Nein, da sehen nicht alle so aus wie ich. Hast du eine Beziehung? Bist du verheiratet? Oder? Suchst du Streit? Das ist ein trauriges Thema. Nein, nee, ich finde das immer so interessant. Ich finde das interessant, über die Menschen mehr herauszufinden. Sagen wir so, könnte sein, dass ich dazu gleich noch etwas erzähle. Okay. Ich bin ein bisschen ängstlich und schüchtern. Das ist das erste Mal, dass ich mich getraut habe, hier auf der Bühne zu stehen. Liegt aber daran, dass auch zum ersten Mal endlich ein Comedian in der Jury sitzt. Deshalb vielen Dank, Evelyn, dass du hier bist. Danke. Ich freue mich. Das macht mir tatsächlich, das macht mir wirklich Mut. Und generell in meiner Rolle, direkt vor einem offenen, toleranten Publikum zu stehen, liebe ich. Und ich weiß, ich will was zurückgeben, ihr habt alle eine Frage gerade in euren Augen und ich kann sie euch beantworten. Ja, ich bin Single. Ah, so. Okay. Danke für die tatsächlich, Antwort. Tatsächlich, ja. Aber falsches Geschlecht, Evelyn, vergiss es. So, ah. Tatsächlich, aber wenn ich Christa so sitze, nee, anscheinend auch nicht mehr lange. Angezogen hätte ich dich auch fast gar nicht erkannt. Anderes Thema. Und falls ihr euch jetzt schon fragt, wie ich abgeschminkt aussehe, da sitze ich. So, ist wirklich so. Ist kein Scherz. Nein, ich weiß, was ihr wissen möchtet. Ich erkläre es noch mal ganz gerne. Diese Brüste sind natürlich nicht echt. Ihr könnt quasi darauf schlafen und ich muss nicht mit euch im selben Raum sein. So einfach ist das. Ich erkläre das gerne. Ich habe Apfelbrüste. Es gibt die Birnenform. Da sitzt Kompott. So ungefähr kann man das vergleichen. Oh Gott. Nein, Studio, das tut mir leid. Aber ich finde gerade in der heutigen Zeit, wir müssen einfach alle lernen, ein bisschen mehr über uns selbst zu lachen und Spaß haben in so einer Corona-Zeit. Ich bin früh damit aufgewachsen. Mein Bruder kam damals schon immer zu mir und meinte direkt, haha, du bist adoptiert. Und ich dachte immer, haha, aber mich wollten sie wenigstens. So. Meine Eltern haben das. Danke. Meine Eltern haben das sehr, sehr schnell aufgeklärt und gesagt, du bist nicht adoptiert. Du bist auf der A1 geboren, da passieren in Deutschland die meisten Unfälle. Danke, Mama. Ist es so? War auch ein Scherz. Ich bin nämlich zu Hause geboren. Meine Mutter kam erst ins Krankenhaus, als sie mich gesehen hat. So. Und es zieht sich halt bis heute so durch. Ich finde deshalb wirklich, wir müssen mehr über uns selbst lachen. Seit 8 Jahren bin ich Single. Und kennt ihr das? Wenn ihr am Anfang Single seid, denkt ihr immer, ach, mein Partner, der muss romantisch sein, Kinder mögen, tierlieb, humorvoll. Mittlerweile, nach 8 Jahren Single, denke ich, pff, wer braucht schon Zähne? So. Ist mir auch, ja. Wirklich 8 Jahre Single, das heißt, ich rasiere mir nur ein Bein, damit ich weiß, wie es ist, neben einem Mann zu liegen. Es ist wirklich, es ist schlimm. Kein Scherz. Ich hatte so lange keinen Geschlechtsverkehr mehr, meine letzten Kondome habe ich bei Schlecker gekauft. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, mein Name ist Pam Penko. Wenn es euch nicht gefallen hat, ich heiße Evelyn Bodecki. Dankeschön. Jetzt habe ich Angst.